Hallo und herzlich willkommen hier zu der neuen Folge, beziehungsweise es geht ja für euch weiter. Ich weiß nicht, wie schnell werde ich eigentlich mit Begrüßung und Verabschiedung einfach sein lassen. Bitte eh alles zusammengeschnitten, wie es zum geht nicht mehr. Also, einfach nur kurz gesagt, hallo! Okay, das gewöhne ich mir jetzt einfach an, ja, immer nur so ein dämliches Hallo zu geben. Und das wird von Mal zu Mal immer dämlicher. Ich weiß jetzt nicht, wo ich genau anfangen soll. Ich habe einiges getan. Und ich werde jetzt auch aufhören, damit Sachen aus der Aufnahme zu machen. Das war einfach nur so zwei der Sachen, die ich jetzt halt, damit möchte ich die Folgen nicht verschwenden, dachte ich mir. Weil, ich habe erstmal einen Rechenfehler gehabt, ja? Und dadurch sind meine kompletten Ratios im Arsch gewesen. Ich habe irgendwie beim blauen Fließband in Erinnerung gehabt, dass das 80 Items pro Sekunde bringt. Dabei sind das nur 40. Ich weiß nicht genau, wie ich da auf die Idee gekommen bin, aber... Wenn ich jetzt hier so gucke, wo ist es da? Steht das irgendwo bei? Nicht, dass ich sehe. Schade. Ich habe auf jeden Fall hier unten, ihr seht schon, den ganzen Bäume weggemacht und hatte hier... Oh, die habe ich auf stehen lassen. Hoppala. Hab hier einiges weitergebaut. Ich bin bis hoch zur Schiene, unten zur Mauer gekommen und ich hatte gerade mal vielleicht ein Zehntel von den Öfen, die ich eigentlich haben wollte, so gefühlt. Und ich hätte das locker, also von der Größe her, so riesig machen müssen von Karte. Also wirklich, ist auf Karte locker bis hier oben gegangen. Oder, nein, nicht Markierung. Ja, das habe ich mir vergessen zu zeigen, man kann Markierung machen. Das wäre dann noch bis hier gegangen, bis da unten. Nee, ist für einen Ofen zu viel. Das gleiche nochmal mit Kupfer daneben. Nee, lass mal sein. Ich habe auf jeden Fall dann, weil ich jetzt wollte jetzt natürlich jetzt nicht wieder 5 Folgen daran verschwenden, wie ich plane und mit Öfen und so. Und dachte mir, okay, komm, machst du etwas, um ein bisschen vorzuspulen, sag ich mal. Und kümmerst dich direkt darum, dass wir da so ein paar Sachen haben, die wir bauen können. Und ausgerechnet. Erstmal kann ich was machen, und zwar kann ich euch sagen, ich werde die Züge alle irgendwann nochmal umfärben, weil ich jetzt herausgefunden habe, was für Farben welcher Zug hat, damit die aussehen wie der Rohstoff, den sie transportieren. Ja, fand ich ganz cool. Dann habe ich etwas gemacht hier hinten, was ich ziemlich cool fand. Ich muss nur gucken, ob ich das auch richtig war, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt 77 von diesen Geschwindigkeitsmodulen gemacht, weil mir die gefehlt haben. Ah, nee, die fehlen noch. Warte mal. Das heißt, wir hatten doch alles gebaut, so wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, Mensch, warum gehen denn die eigentlich nicht? Rot. Ach, ihr braucht Rot. Ach, die habe ich damals abgeschlossen, richtig? Ah. Und ich frage mich, nee, die habe ich nicht abgeschlossen. Warum laufen ihr nicht? Da war ein Belzhorter drin! Deswegen klappt der Scheiß nicht! Warum mache ich überhaupt einen Belzhorter rein, ich Idiot? Ich kann doch einfach so machen. Oh. Ja, das war natürlich jetzt meine eigene Doofheit. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, warum geht denn dies mit der Rakete nicht weiter? Was habe ich denn da falsch gemacht? Ja, macht das natürlich alles Sinn. Oh mein Gott, das ist ein Fehler, der ist mir nie aufgefallen. Ja, aber ich habe mich jetzt 77 Stück mit der Hand gebaut. Weil ich dachte mir, komm, baust du die jetzt alle rein. So, batsch, batsch mäßig. Okay, passt nicht. Das war nicht, dass ich was ich machen wollte. Ich würde die eigentlich hier oben reinpacken. Dass wir zumindest unsere erste Rakete losschicken können. Ja, warte, gib mir bitte nochmal ganz kurz die Teile her. Komm, mach immer die Hälfte. So ist das schön. Mein Gott, habe ich doch alles für die Rakete gebaut und habe das nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil ich will ja zumindest einmal in die Luft schießen. Dann habe ich sehr viel ausgerechnet. Und diesmal zu 100% sicher, dass ich die richtigen Ratios habe. Das war übrigens sehr hart. Und zwar habe ich mit Öfen einen Plan gesetzt, das zeige ich euch gleich, dass wir 18 Öfen pro vollen blauen Fließband haben. Weil ich werde das alles dann mit den Effektverteiler machen. Und Geschwindigkeitsmodulen. In die Öfen selber packe ich aber dann Produktivitätsmodule, einfach weil vielleicht speichert so ein bisschen Eisenerz und das könnte so vielleicht ein bisschen besser werden. Boah, guckst dir an. Warte, wie viel braucht das? Ach, es braucht immer 10. Ja, ich habe jetzt 77 hergestellt, weil 77%. Ja, gut, das war jetzt Fail. Dann könnte meine Raketenratio vielleicht doch nicht ganz funktionieren. Ja, das ist halb so wild.
Das kann man ja später machen, da sind wir erst noch nicht dran. Ich habe auf jeden Fall hier oben, ich habe alles jetzt an Bäumen, was jetzt hier innerhalb liegt. Also innerhalb der Zugschienen habe ich komplett weggemacht, außer hier hinten, da vielleicht ein bisschen noch übrig. Aber hier ist komplett clean. Ihr seht doch hier oben schon, alle Bäume sind weg. Die sind hier wie abgeschnitten jetzt. Einfach, weil mich das gestört hat. Und hier oben der Wald ist auch weg. Und da seht ihr gleich schon, habe ich viel geplant. Also hier, ne, Wald. Ist sie nicht mehr da. Aber hier oben, da habe ich schon getestet, hier mit ein paar Mauern. Weil ich werde es so machen, das können wir eigentlich auch wieder abreißen. Das brauche ich jetzt hier nicht. Moment. So. Ich habe gesagt, okay, gut, wir machen jetzt in der Mitte einen 100x100 Kasten, der übrig bleibt. Das wäre dieser hier. Da drin machen wir irgendwas, weiß ich noch nicht. Das ist einfach das Ding, was ich frei haben wollte in der Mitte. Aber das ist unser Mittelpunkt. Exakt 101 Blöcke breit. Weil eins ist der Eingang, dann 50 Mauern da, 50 Mauern da. 50 Mauern runter, Lücke, 50 Mauern runter. So. Kommt natürlich alles noch weg hier, ne? Das ist ja natürlich so ein Endziel jetzt. So, dann sieht man, habe ich hier oben Fließbänder. Das sind exakt 100 Stück. Immer 10 mal 10. Also 10 rein, jeweils 10 Fließbänder. Ja, ja, ihr baut jetzt kurz ein paar Fließbänder hin. Könnt ihr ja machen, immer wieder, wenn wir da sind. Und dann habe ich geplant, wie ich es denn so generell mache. Ich habe ein, zwei Sachen vorbereitet, da gehe ich auch mal ganz kurz hin. Und zwar habe ich hier erstmal das Fließband zu Ende gezogen, weil bis dahin muss das so ungefähr gehen, ne? Aber das ist jetzt erstmal egal. Weil hier oben die Labore. Ja, die habe ich jetzt hierhin so hingesetzt. Das Wasser machen wir natürlich, füllen wir natürlich noch alles ein bisschen auf, dass wir mehr Platz haben. Da kommt die Rakete dann rechts davon. Und hier hinten seht ihr schon, die Flaschen kommen nicht von oben, sondern so. Hier kommen dann die drei Fließbänder mit den sechs Flaschen. Und hier machen wir dann einen roten Tunnel, der mit den Dingen hier die Mitte teilt und dann bis nach vorne hindurch geht. Ich denke mal, das ist ganz cool so. Und hier kommen dann die Flaschen hin. Und ich habe diesmal mit den Flaschen nochmal umgerechnet. Ich habe einen großen Fehler begangen. Und zwar hatte ich die Flaschen, ich weiß nicht genau, was ich da gerechnet habe, aber ich habe mich nochmal zwei Stunden, drei Stunden hingesetzt und mich wirklich mal damit beschäftigt und nachgedacht. Und ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist, aber ich habe ganz andere Sachen ausgerechnet, als ich vorher ausgerechnet habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt ausgerechnet, dass ich im Endeffekt genau das brauche, wie die Standard Ratios vorgibt. Indem ich aber hier noch Beacons hintersetze, also hier diese Teile. Das heißt also, wenn ich jetzt hier gucke, dass das Ding rote Flaschen herstellt, wären das jetzt ja eigentlich, weil es sind 10 Stück, 2 Flaschen pro Sekunde. Ist richtig, ne? So, wir brauchen, habe ich ausgerechnet, weil wenn die jetzt 140%, 250% Geschwindigkeit haben, brauchen die so viel, ich weiß, 3,5 Flaschen pro Sekunde. Auf jeden Fall, es wird schon funktionieren, irgendwie. Lassen wir einfach so stehen, wird schon funktionieren. Ich würde sagen, den machen wir auch ganz kurz, nur hier die Dinger so rein, dass wir die Symbole schon mal haben. Das kommt alles noch, das ist auch egal. Da links habe ich auf jeden Fall was vorbereitet für, Schaltkreise. Da kommen die ganzen grünen, die ganzen roten, die ganzen Prozessoreinheiten hin. Und jetzt kommen wir noch zu den Öfen, das sind natürlich, ist Priorität Nummer 1, dass wir die Öfen fertig kriegen. Und da habe ich einen ganz besonderen Plan vorbereitet, ja? Und zwar, ich habe 10 Fließbandblöcke hier gebaut. Das klingt im ersten Moment viel, aber es ist ein Endgame-Bild, bedenkt das. Und ich habe geplant, 3 komplette Blöcke mit Eisen, 3 komplette Blöcke mit Kupfer, einen kompletten Block mit Stahl, bleiben nur noch 3 übrig. Und da können dann so drauf wie ein Fließband mit Modulen, dann 4-mal grüne Schaltkreise, 2-mal rote, 2-mal blaue und einmal irgendwas anderes und dann haben wir noch 2 Blöcke übrig und dann ist das Ding schon quasi voll. Das ist nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Muss ich nur mal ganz kurz hier hinten gucken. Das waren 10, 20, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ab da ging das Fließband hoch, weil so geht dann halt die Ecke dann weiter. Die bis hier oben hin. Genau, das heißt, ab hier können wir bauen. Am besten so 10 Felder Abstand halten, dann können wir mit den Öfen anfangen. Dann brauche ich am besten noch ganz kurz Landaufschüttung, die holen wir uns ganz kurz. Aber ich habe immer Angst, dass ein Zug kommt, mich überrannt, ne? Überfährt, meine ich natürlich. Aha. Kommen da wenigstens wieder rote Schaltkreise an, oder? Nicht so. Was ist denn jetzt schon wieder leer? Grüne Schaltkreise? Habe ich die irgendwann mal abgeschaltet? Irgendwie so aus Versehen?
einfach gesagt, okay, jetzt läuft die nicht mehr, weil ich glaube nicht, dass ich da einen Belzunter reingebaut habe. Ich glaube, ich habe die immer mal ausgeschaltet. Keine Ahnung, warum. Aber apropos ausschalten. Ich werde ja alles hier, was ist, abreißen beim Main-Build und den nochmal da oben neu bauen. Und ja, das hier ist natürlich super. Den nehmen wir uns mal alle mit. Brauchen wir jetzt. Genauso wie wir brauchen Fließbänder. Ja, ich habe ein bisschen laufen lassen, dass wir ein bisschen Zeug haben. Das dachte ich mir, ist ganz gut so. Ja, hier sieht man schon ein paar Sachen, die ich gebaut habe. Weil es kommt dann alles ein bisschen weg und das bauen wir dann alles, schöner neu dazu. Aber diesmal habe ich wenigstens wirklich Zeit da reingesetzt und habe so lange daran gebaut und nachgedacht und gerechnet und all möglichen Scheiß. Das müsste jetzt funktionieren. Wenn nicht, dann neulich. Keine Ahnung. Ach, jetzt bin ich... Ich wollte doch Landaufschüttung holen. Egal, wir können schon mal hier stehen, dann können wir wenigstens die Öfen hier oben hinklatschen. Schön hier an die Ecke, die ganzen Öfen rein damit. Nochmal kurz runtergehen, die Landaufschüttung holen. Mensch, ey. Ich meine, es war jetzt natürlich wieder sehr, sehr viel Zeug, was ich gemacht habe, ne? Es tut mir auch leid, aber ich habe auch nicht wirklich was gebaut. Ich habe nur geplant, auch wenn das ein bisschen dazugehört. Aber ich dachte mir so, das gleiche Thema in den Folgen hintereinander zu planen, ist vielleicht nicht ganz so geil. Komm, gib's dir Mühe, dass es nicht so ist. Und hier hinten seht ihr schon, ich habe diesen einen Mod-Fan, dass die Dinger rot markiert sind, weil der irgendwie einen Fehler aufgerufen hat. Keine Ahnung, was das für ein Fehler war. Ist ja auch halb so wild. So, machen wir mal das Meer ein bisschen zu, ne? Weil hier, das mit den Ratios funktioniert zwar irgendwie teilweise, aber ist mir zu wenig alles. Und da kümmere ich mich jetzt um, dass das gefixt wird. Jaha. Meine Roboter sind wieder irgendwo weg. Auch okay. So, ab hier sollte ich vielleicht mal rechts frei buddeln. So ungefähr machen wir es jetzt mit allen Feldern, wo uns das stört. Weil ich will nicht, dass es uns nochmal passiert, dass wir wegen irgendwelchen Scheißsachen nicht weiterkommen. Na gut, das passt jetzt nicht mehr ganz, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ich muss echt für so ein kleines Stück nochmal runterlaufen. Nee, na gut, wenn es sein muss. Ah, da sind ein paar Roboter. Guck mal her. Ich glaube, ihr seid sogar alle, ne? Ja, vielleicht. Ach ja, und ich habe ein paar blaue Greifarme, fragt mich nicht warum. Die habe ich irgendwann mal eingesammelt, da wieder abgebaut, hier eingesammelt, keine Ahnung. Ich hab's jetzt einfach. Nochmal Landaufschüttung holen. Huhu. Eine Sache, die ich zum Beispiel machen kann in der Mitte, ist, dass ich dann meine Eigenladestation machen kann, dass ich da hingehe, ich mal das Zeug bekomme, was ich gerade brauche. Ist, denke ich, mir auch nicht schlecht. Kann ja funktionieren alles, ne? Und ich kann mit dem Außen anschalten, kann ich dann auch die einzelnen Anlagenstränge einfach irgendwann sagen, okay, brauche ich jetzt nicht mehr, aus. So nach dem Motto. Das war halt keine Rohstoffe daran verschwenden. Alles möglich dann. Weil hier, das ist so, bei mir so Mainbelt stört mich ein bisschen. Das ist mir zu stupid, das ist einfach so... Ja, wenn du was brauchst, baust du es dran, aber du halbierst halt immer die Rohstoffe. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, komisch. Hätte anders laufen können. So. Komm, ein bisschen Aufschüttung haben wir noch. So. Ja, dann fangen wir mal an, erstmal 10 abzurechnen, ja? Weil ich möchte auf jeden Fall gucken, dass der Effektverteiler mit 10 Feldern Abstand ist. Also hier an der Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind das jetzt wirklich 10? Ja, danke. Ja, sind 10. So, der Effektverteiler geht dann gerade durch. Vorerst. Ich habe ein paar vorbereitet, wie ihr seht. Aber nur so ein paar. Und wie baue ich die? Da habe ich mir einen Plan gemacht und ein bisschen auch auf YouTube geguckt, weil ich habe so viel rumprobiert, mir ist nichts eingefallen. Und die Spirale kann ich vergessen, wie ich es vorhatte, weil das mit dieser Ofenanzahl, die ich da habe, zu krass mit dem ganzen Effektverteiler passt es eh nicht. Wir brauchen 16 Stück.
Nee, 18 Stück. Weil es eigentlich jetzt brauchen wir 17,5, um das vollkommen zu machen. Weil jeder kriegt am Ende eine Herstellgeschwindigkeit von 8, wenn wir da Geschwindigkeitsmodul reinsetzen. Das heißt, wir brauchen halt 18 Stück aufgerundet. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das ist eine vollständig funktionierende Reihe. So. Die Effektverteiler gehen natürlich so hin. Jetzt gibt es nur einen einzigen Punkt, der nicht ganz funktioniert. Und zwar müssen die eigentlich alle so stehen wie der hier, dass dann hier auch nochmal ein Effektverteiler steht. Deswegen werde ich den letzten Ofen wegnehmen, damit der hier auch noch den von denen hier bekommt. Aber, also passt auch jetzt hier. Nehmen wir ganz kurz her. Ihr seht, die belappen sich jetzt zu dritt, ne? Wenn ich das jetzt hier hin platziere, hat er exakt die maximale Effektverteiler-Möglichkeit so. Wenn ich jetzt mal hier daneben baue, dann kommt er dann nicht mehr dran. Gerade so. Siehst du, das ist genau ein Block daneben. Und deswegen werde ich das dann machen, dass links und rechts einer übersteht, dass die dann trotzdem noch die vollen plus 8 Herstellgeschwindigkeit haben. Und den setze ich halt hier hinten dran. Ich denke mal, das ist ganz klug so, oder? Jo. Heißt, die Effektverteiler starten dann nicht so, sondern so. Und die ganzen Module kommen dann so da rein. Und die hier kommen Produktivitätsmodule. Warum Produktivität? Ganz einfach. Produktivitätsmodule. Maschine produziert zusätzlich Produkte bei einem höheren Energieverbrauch und verringerter Geschwindigkeit. Energie ist kein Problem, weil wir machen später sowieso einfach Solarenergie überall hin, wo es geht. Und gut ist. Ja, und dann das wäre dann eine Reihe. Muss ich nur gucken, wie ich das genau mache, weil ich hatte eigentlich vorgenommen, das dann irgendwie hier zwischen zu machen. Wie ich es genau gemacht habe, weiß ich nur nicht. Weil Plan wäre natürlich, das jetzt so zu machen. Pass mal auf, so da durchzugehen. Und den Greifarm. Dann sagen wir, hier sind jetzt die Erze. Die gehen dann. Da geht's mich schon los. Das funktioniert so nicht. Ich weiß auf jeden Fall, so müsste es irgendwie passen. Ich hatte das irgendwie überlegt, nachgeguckt und so. Also das Bild, dieses Bild, so wie die jetzt ist, ist von einem anderen YouTuber geholt, ja, weil mir ist nichts, ich konnte nichts darüber machen. So, ich glaube, so sind dann die beiden befüllt. So sind dann die beiden befüllt. Genau, so ging das. Genau. So sind die beiden befüllt. So bekommt jeder Ofen seine Befüllung. Und das müsste dann klappen. Guck mal, perfekt. Auf die gleiche Art und Weise entladen wir das ganze Ding dann auch. Nur halt auf der unteren Seite. So. Das ist so ziemlich die kleinste Variante, wie ich das hätte bauen können. Meiner Meinung nach. Und ich denke mal, es sieht auch ganz cool aus so. Ach Quatsch. So, dann würde mich an den Greifarm hier hinkommen und so hinkommen. Passt. Passt. Dann hat jeder Ofen seinen eigenen Input und Output und das alles schön eng zusammen, passt alles wunderbar. Jeder hat eine Geschwindigkeit von exakt 8, braucht dann irgendwie 0,432 Sekunden oder so pro Item, rattert dann richtig schnell durch. Ich denke mal, es ist geil so, wie ich es jetzt baue. Ob es funktioniert, müssen wir halt natürlich gucken, aber ich denke schon. Wenn das dann immer noch nicht reicht an Ofenzeug, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. So, und hier würde dann die erste Eisenlinie entstehen. Tada! So, wie viel brauchen wir hier noch? Am besten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück davon, okay. Wir brauchen nur ein bisschen Stahl für, das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Und ein paar grüne Schaltkreise. Holen wir uns kurz, weil dann haben wir zumindest eine Linie fertig und können die dann als Blaupause nehmen und die speichern. Da brauche ich ja grün und rot ist ja da hinten, kann ich mir ganz kurz da mal abzwacken. Jetzt müsste ein paar. So, reicht doch erstmal. Dann ein bisschen Stahl. Stahl setze ich mich am besten. Ah ne, da ziehe ich alles andere mit, aber das will ich nicht. Hier ist nur Stahl, guck mal an. Schön. Ich will nicht aufs Fließband. Alter, lass mich doch mal stehen. Geht doch. Mensch, ey. Ach, guck mal, reicht das schon längst.
12. Passt. Ich hab schon wieder irgendwie Elektromotor oder so aufgehoben, ne? Aber 100 pro. Was hab ich da aufgehoben? Sprengstoff, ja lol. Macht's nicht besser. Ist ja auch egal. So, jetzt haben wir den ganzen Effektverteiler gebaut. Wann haben wir mich schon mal wenigstens, dass das alles mit dem Eisen und so einigermaßen funktioniert? Muss natürlich erstmal anfangen, nicht schnell laufen, ne? Das wird dann mit, nach und nach wird es dann halt mit den Modulen alles viel besser. Die Züge werden daran angepasst, das wird schon alles richtig schick. So, das wird dann hier fertig gebaut, machen wir eine Blaupause, dann haben wir es mit den Öfen. Ausrüsten können wir es ja schon mal rein theoretisch, weil das Ding hier wird dann voll. Bis dahin so ungefähr. Ja, hier kommt dann das. Ah ne, Quatsch, das brauchen wir jetzt ja gar nicht nochmal, ne? Weil das kann dann auf die Seite auch direkt bleiben. Dann kommt hier 1, 2 Abstand. Dann würde hier der nächste kommen. Müsste der hier hinpassen, ne? Ja, guck mal, perfekt. Dann könnten wir den die ganze Zeit so bauen. Brauchen wir jetzt nur nochmal ganz kurz einen Effektverteiler, den wir hier unten setzen können. Der wird nämlich hier stehen. Dann würde mich das nächste Fließband hier rauskommen. Und da hochgehen. Es ist natürlich die Frage, wie mache ich das am besten, damit das einmal im Kreis läuft, das ganze Eisen. Ganz einfach, das zeige ich euch dann. Und zwar wird in jeder einzelnen Linie, zumindest habe ich das geplant, hier irgendwie bevorteilt werden. Dass das Eisen, was durchläuft, oder wir machen einfach hier einen Teiler hin mit der letzten Linie, die dann ankommt. Das zeige ich euch dann, weil wenn beispielsweise jetzt hier die Linie ankommt, ja, das ist jetzt ja die oberste. Passt auf. Die kommt dann hier wieder zurück. Jetzt ist sie wieder am Start. Ist hier natürlich jetzt scheiße, ne? Die kommt dann dahin. Die machen wir anders. Die kommt jetzt hier hin und zusammen. Das wäre die erste Linie, die geht dann hier weiter. Wisst ihr, wie ich es meine? So wird mich dann das Eisen immer im Kreis geschickt und da ist kein Verlust. Also nicht so wie bei meinem Main-Build, dass es festhängt. Das ist im Endeffekt meine eigene Konstruktion von Verbesserung für den Main-Build. Weil was mich beim Main-Build aufregt, ist, dass es halt immer so, die Rohstoffe werden halbiert, am Ende flackern welche rum und andere Sachen werden bevorteilt. So läuft alles immer im Kreis und es wird alles benutzt, nirgendwo hängen. Habe ich mir zumindest so geplant. Ich dachte, okay, das hier ist, mach mal wieder rein, damit das hier nicht irgendwie festhängt oder so. Passt! Machen wir auch nur mit die beiden Sachen, die zusammengeführt werden. Fand ich ganz cool so. Ist natürlich jetzt nur diese Frage, weil hier habe ich mich jetzt vorgehabt, auf jeden Fall noch zu gucken, dass wir so ein paar... das ist nämlich das Einzige, was ein bisschen schwerer wird, die 30 Fließbänder zusammenzuführen. Dass die sich halt auch alle einigermaßen gleichmäßig ausdehnen. Das wird ein bisschen schwer. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nicht jetzt, aber es passt schon irgendwie. So, machen wir ganz kurz hier... Füllen wir auf. Sind hier nur noch 2, 3 Stück. Und... Ist halt jetzt die Frage, wie wir es hier machen, weil da würde jetzt dann der Tunnel, müsste ja dann, warte, wie viel haben wir dazwischen? 7. Schön platzsparend. 7, das heißt dahin müsste das. Genau. Jetzt haben wir natürlich die Sache, das Problem, dass es hier nicht funktioniert. Dass das nicht vorkommt, machen wir nicht den Tunnel dahin, sondern, jetzt passt auf, das hier geht durch. Beziehungsweise machen hier einen Tunnel nur hin. So. Machen wir mich so. TTRT. Dass das mit dem Tunnel halt einigermaßen. Und das Fließband halt schön die Fläche abdeckt und nicht irgendwie irgendwo eine aussieht, als wäre eine Lücke. Einfach rein optisch dafür, ne? So. Dann konnten wir. Der nächste Teiler wäre dann. Oh, warte, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Wenn jetzt hier die nächste Reihe ankommt. Die geht dann da durch. Schön gut. So. Ja, so muss das dann sein. Überall. Passt schon. Also das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das Problem. So, machen wir ganz kurz die Effektverteiler dahin. Das hier ist der Output, der braucht kein Fließband. Wir können natürlich auch alle nochmal hier reinschicken, den Output. Das ist ja auch jetzt nicht so dumm. Also, aber dann müssen wir die hier oben lang schicken. Nee, lass mal sein. Hier kommen nur Öfen hin.
So, und hier oben ist Input. Und das Ganze hätte ich gerne als Blaupause. Ja. Das alles hier ist ein Ofen. Das nennen wir auch... Ofen. Ganz einfach Ofen. Guck mal, ist eigentlich auch nicht so teuer. 6 Fließbänder sind das. 36 Teile ist natürlich hart, aber 36 Greifarme, 20 davon, 40 so. Ist okay, ne? Das Ganze setzen wir jetzt dann hier hin. Natürlich gehen uns jetzt die Tunnel gleich aus, ist klar. Dafür brauchen wir jetzt am besten geplant 30 Reihen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwer, aber ich denke, ich habe genug Platz dafür. So, 4 haben wir dann. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der erste 10er Block. Dann 1, 2, 3, ja, 4 eigentlich, 5, das ist jetzt doof, das passt so jetzt nicht. Das ist ein wenig beschissen jetzt, wie in der Zuglinie passt, das ganze passt der ganze Scheiß jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen das mal ganz kurz so, dass wir die Zugschiene hier kurz abreißen. Der Zug kann halt ganz kurz da hinten irgendwie warten. Und dann machen wir ganz kurz die ganzen Dinger durch und dann machen wir eine Linie, die wir geplant haben, weg und ziehen es dann weiter, dass wir nur kurz Platz haben. Mehr will ich ja gar nicht. Jetzt muss ich natürlich nochmal neu zählen, ist natürlich auch geil, ne? So eine Scheiße. Nee. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau, 13 haben wir. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bei 20 lassen wir es erstmal, weil dann müssen wir mich das hier unten abreißen. Wie ihr seht schon alleine, Eisen kommt schon fast bis zur Hälfte hier. Eisen ist natürlich, also generell schmelzen euch sehr viel Platz eingeplant, wie man sieht. Aber, naja, brauchen wir halt auch, ne? Dann haben wir auf jeden Fall nie wieder Rohstoffmangel, hoffe ich. Ach, Roboter, kommt eben kurz her. Kommt kuscheln, kommt zu Papa. Nicht nochmal losfliegen. Ach, jetzt kommt er mich doch im Arsch. Nein, ich will keine Schienen platzieren. Was wollte ich jetzt machen? Ja, fliegen halt nochmal alle weg. Auch okay. Guck mal, es geht voran. Irgendwie. Cool. Es klappt. Aber das ist halt so die Sache, ne? Das ist, war mir zu blöd alles hier. Und also es wird jetzt alles sehr, sehr groß, was wir bauen, ne? Also macht euch darauf schon mal gefasst. Was ich jetzt auf jeden Fall noch brauche, ist, eigentlich müssten wir jetzt schon anfangen mit Abreißen. Weil wenn die Öfen funktionieren, dann wäre ich schon ein ganzes Stück fröhlicher. Ja, wir nehmen mal ganz kurz Öfen mit. Ah, ich bin natürlich auch ein Held, ne? Ja, komm, nimm mal die ganzen Öfen mal raus. Ich hatte hinten die ganze Ofenkiste und frag mich, wo sind meine Öfen? Ah, Tunnel können wir ganz kurz mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind. Mal gucken, wie viele da drin sind. Cool. Alle mal nehmen. Ja, Öl ist natürlich dann nach dem Grundzeug auf, nee, als nächstes auf der Liste, wie gesagt. Sehr wichtig. Ja, da kommen wir auch noch zu. Ja, komm, dann baut eben so.
Der erste Roboter gammelt hinterher. Cool, da kommen sie. Warum bauen sie zuerst diese Reihe vollständig auf, bevor sie hier anfangen? Ich verstehe das nicht, ne? Muss doch irgendeinen Sinn geben, warum die immer erst auf die weiter entfernten Dinge gehen, als auf die nahegelegenen. Mann.